Ich bin jetzt 30, ich bin mutig, ich traue mich heute mal was. Und deswegen packe ich den The Body Shop Adventskalender aus. Herr Vanessa, warum? Body Shop ist doch voll cool. Ich mag The Body Shop nicht. Nicht so besonders. Oder mich zieht es da überhaupt nicht in diesen Laden rein. Denn ich finde, The Body Shop hat in der Vergangenheit, so wie ich mich erinnere, immer ziemlich schlecht gerochen. Und ich konnte nie verstehen, warum Menschen dort Sachen einkaufen. Das Einzige, was ich mal verstanden habe, ist, dass wenn Leute für ihre Eltern so eine Box geholt haben, weil es war preis-leistungsmäßig ganz okay, aber ich mochte den Duft nie. Da ich euch aber gefragt habe, welche Adventskalender ich auspacken soll und The Body Shop wirklich sehr oft genannt wurde, machen wir das. Oh, oh mein Gott. Okay, wow. Das hat so einen tollen Effekt. Ich muss das mal ganz kurz hier auf mich wirken lassen. Wow. Design, top. Details, top. Thank you for being a changemaker. Effective, ethical und vegan. Ich will solche Aussagen eigentlich nicht weiter kommentieren. Ich rede hier nicht darüber, wie ökologisch gut diese Produkte sind. Aber das Design Department hat hier wirklich eine Auszeichnung verdient. Ich finde diesen Adventskalender wunderschön. Die Pappe fühlt sich gut an. Das sieht wunderschön aus. Hier hast du die Türchen. Was? Und da geht's weiter mit den Türchen. Und hier auch noch. Also der ist schon sehr, sehr schön. Wenn jetzt noch die Produkte gut riechen, dann haben wir alle gewonnen. Und bevor ich jetzt diesen Kalender noch zu sehr lobe und zu oft The Body Shop sage, dieses Video ist nicht gesponsert. Und jetzt alle. Dieses Video ist gesponsert. Dieses Video ist gesponsert von Holzkern. Holzkern fertigt Schmuck und Accessoires an und ist der führende Hersteller für Holzuhren und natürlichen Schmuck in Europa. Ich trage super gern minimalistischen Schmuck und finde die besondere Verarbeitung von Holzkern wirklich wunderschön. Holzkern fertigt seine Produkte nämlich aus Naturmaterialien wie Holz, Stein und Perlmutt an, sodass jedes Piece durch verschiedene Maserungen und Marmorierungen einzigartig ist. Ich finde, dass Holzkern sich richtig gut als Geschenk oder auch als Weihnachtsgeschenk eignet. Als kleines Symbol zu unserer Verlobung habe ich Timo einen Ring von Holzkern ausgesucht. Neben Schmuck und Uhren hat Holzkern aber auch besondere Accessoires wie zum Beispiel Handtaschen oder Sonnenbrillen mit und aus Holzelementen, womit du immer ein kleines Stück Natur bei dir trägst. Schaut einfach mal in der Infobox vorbei, da habe ich Holzkern verlinkt. Und übrigens, mit dem Code MALWANNE15 bekommt ihr 15% auf eure Bestellung für euch oder eure Liebsten. Und damit die Holzkern-Pieces jetzt wunderbar auf meiner Haut auch zur Geltung kommen, geht's weiter mit dem Kalender. Juti, dann machen wir einfach mal das erste Türchen auf, ne? Wir sind da mal so frech. Nein, hier ist es nicht. Das ist jetzt ein richtiges Suchspiel. Ich habe das Gefühl, ich bin aber auch der einzige Mensch auf der Welt, der Body Shop nicht so auf dem Schirm hat. Das ist wunderschön, what the fuck? Pumba, doch nicht vor den Kindern. Oh, Entschuldigung. Tolles Design, also wirklich. In Türchen Nummer 1 befindet sich Handbalm-Shea-Butter. 100% recyceltes Aluminium, also das ist wirklich vegan, alles tipptopp. Hier ist sogar ein Fairtrade-Partner aus Ghana. The Body Shop macht wirklich alles, damit man sich gut fühlt, das Produkt zu kaufen. So, Türchen Nummer 1. Handcreme. Oh, ich habe richtig trockene Hände. Oh, es riecht gut. Nein, doch. Ah! Nee, doch, es riecht gut. Wow. Es hat das getan, was eine Handcreme tun soll, ne? Ich habe ganz vergessen, euch zu sagen, was der Adventskalender gekostet hat. Ich habe den mittleren in der Preiskategorie genommen, also sie haben 3 Stück. Und meiner hat 100 Euro, also 99 Euro gekostet und soll einen Wert von 164,40 Euro haben. Also die sind sehr explizit über den Wert. Originalgröße 7 Euro. Also hier muss man echt suchen. Wir haben für jedes Türchen auch so eine Info, warum das ganz toll ist. Hier haben sie eine Fairtrade Community in Mexiko. Aha. Soothing Sheet Mask. Say no more. Dafür habe ich mich extra nicht geschminkt und sehe so aus, wie ich aussehe. Ganz wichtig, der Dufttest. Da ich ja in Korea war, bin ich ein Experte, was Gesichtsmasken angeht. Ich rieche ein bisschen alkoholisch. That's suspicious. Ja, aber der Duft, Leute, ich sag euch, der Duft ist wieder so ein bisschen off. Irgendwas ist komisch an dem Duft. That's weird. Es riecht nicht schlecht. Das ist, weil sie halt keine Duftstoffe oder sowas verwenden. I don't know. Ja, fühlt sich ganz gut an. Da ist nicht so viel Produkt drin. Das heißt, man schmiert das nicht alles voll und es läuft nicht runter und so. Tolle Erfahrung bis hierhin. Wie lange muss sie jetzt draufbleiben? 15 Minuten. Na, das kriegen wir hin. Kann ich den nicht einzeln kaufen? Soothing Sheet Mask. Da, Glow Sheet Mask. Eine kostet 6 Euro. Eine Maske 6 Euro. Türchen Nummer 3. Camomile Cleansing Butter. Removes Waterproof Make-up. Die haben Make-up-Entferner. Den werde ich jetzt nicht benutzen, weil, also,
Wie auch. Ich bin fasziniert. Riecht aber nach nichts. Gut, ich habe jetzt auch die Aloe Vera Scheiße in dem Gesicht. Ich bin fasziniert. Die haben in den letzten Jahren wahrscheinlich ihr Sortiment erweitert und ich habe es nicht mitbekommen. Ich werde jetzt in den Kommentaren nicht gehatet dafür, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Body Shop wahrscheinlich der beste Laden aller Zeiten ist und oh mein Gott. Deswegen haben es auch so viele wahrscheinlich empfohlen. 6 Euro. Nummer 4. Showergel Strawberry. Wer macht denn ein Erdbeerduschgel? Hör, das riecht ja... Das riecht voll gut. Boah, das riecht richtig lecker. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich will nach Erdbeere riechen. 8 Euro. Nummer 5. Ein Lippenpflegestift. Fühlt sich ein bisschen Billo an, weil der Sticker auch nicht so ganz fest dran ist. So, jetzt ist es nicht mehr Billo. Lip Care Stick Almond Milk for Dry Sensitive Lips. Riecht gut. Scheiße, alles riecht gut. Ich flippe aus. Ich kann einfach jetzt in jede Handtasche, die ich besitze, einen Lippenpflegestift reinmachen. Aber ist eigentlich ganz gut. 7 Euro. Oh. Meine Damen und Herren, es ist Nikolaus. Wir gehen an unseren Adventskalender. Und wir freuen uns. Extrem. Weil es ein großes Paket ist. Yes. Christmas in my heart when I'm with you. Seife. Die gleiche Serie wie Almond Milk Lippenpflege ist das jetzt Almond Milk Seife. Cleansing Face and Body Bar. Ah, okay. Gesichtsseife, das ist doch mal cool. Ich hole das meiste aus jedem Kalender raus. Wow, Gesichtsseife, davon habe ich noch nie gehört. Ja, Gesichtsseife. Kommt in die Verlosungsbox. Die werden mir jetzt hier nicht das Gesicht waschen. Aber wenn es so riecht wie der Lippenpflegestift, dann riecht es auch toll. 8 Euro. Wenn ich mir bis jetzt die Preise angucke, die Body Shop nimmt, dann ist es wirklich 7, 6, 6, 8, 7, 8. Also diese, wenn die ein neues Produkt rausbringen, machen sie einmal so ein Pendel drüber und entscheiden, welchen Preis es haben soll. Also eins muss ich hervorheben. Das ist einmal hier vorne. Ist es auch so aus diesem, ja, so Naturmaterial. Und hier die Seite ist auch, das ist nicht, also das sieht super schön aus und hochwertig. Very nice. Nummer 7. Shower Cream Shea. Also aus der Reihe. Riecht sehr gut. Ich möchte dieses Gerücht, dass Body Shop nicht gut riecht, wieder zurückziehen. Ich glaube, ich habe da falsche alte Informationen. Ha. Duschcreme. 4 Euro. Es ist Zeit, sich von der Maske zu verabschieden. 15 Minuten sind rum. Na, habe ich einen glänzenden, frischen, gesunden Teint? Ja, sieht echt ganz gut aus, oder? Sieht auch ganz nice an. In Türchen Nummer 8 befindet sich was ganz Besonderes. Was für ein schöner Pinsel. Das ist, um sich Masken aufzutragen. Also solche Pinsel habe ich echt oft zu Hause. Ja, er hat eine gute Qualität. Sehr, sehr hochwertig. Hier, diesen Pinsel gibt es nicht. Dann können wir erstmal keinen Preis aufschreiben. Okay. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Türchen Nummer 9 kommt. Es ist zwar sehr klein, aber es wird ein fantastisches Türchen sein. Himalaya-Kohle. Das ist ganz wichtig. Die Kohle muss aus dem Himalaya sein, damit alle Pickel weggehen. Na, ich würde mal sagen, unser Spa-Erlebnis geht hier weiter. Let the mud wash away your troubles. Die sind ja aber frech. Da packen sie in ein Türchen den Pinsel. Dann sagt man, hör, was soll ich denn mit diesem Pinsel machen? Ah, kommt das nächste Türchen. Es riecht in diesem Bereich gerade wirklich wie in einem Spa. So, dann nehmen wir uns mal ein bisschen was runter. Purifying, also mach's mal nur auf die Flächen rauf, wo ich so Unreinheiten habe. Ich frag mich, was da für Stückchen drin sind. Oh, die brennt ein bisschen. Also entweder fühlt sich's gerade kühl an oder es brennt, aber es fühlt sich gerade für mich eher wie Brennen an. Soll das brennen? Guck, wieder 6 Euro. Aber es wird jetzt so trocken. Ich lasse es einfach mal. Wir gucken einfach mal, was passiert. Türchen 9 hat mir das Gesicht weggebrannt. Schnell Nummer 10 öffnen, um die Schmerzen zu vergessen. Oha. Ich weiß, ich sag's die ganze Zeit. Aber die haben ein Shampoo? Was haben sie noch alles? For Oily Hair and Scalp. Purifying and Balancing. Tea Tree. 250? 9 Euro. Riecht auch wieder. Riecht normal gut. Kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Man sieht hier voll meine Poren. Ein hässliches Detail and... Nein. Nein, ich hab Poren. Ich bin ein Mensch. Nummer 11. Langweilig, noch eine Duschcreme. Mit Avocado. Ich habe das Gefühl, mit allem, was wir hier haben, könnten wir auch kochen. Ich will jetzt nicht sagen, das riecht nach Avocado, aber es riecht sehr angenehm. Halbzeit. Türchen Nummer 12. Na, ihr dürft zuerst gucken. Strawberry. Body Butter. Das ist wie ich... Aber die haben alles geändert. Alter, das... Oh mein Gott. Das hat eine echt feste Konsistenz. Oh, riecht das lecker. Ich flipp aus. Alter, es riecht wie Erdbeerkuchen. Es riecht einfach wie Erdbeerkuchen. Das kann doch... Sachen können nicht so lecker riechen. Ich krieg gerade so Hunger auf Erdbeerkuchen. Übertrieben lecker. Das ist wie eine Droge gerade. Oh, ich habe aber noch nichts gefrühstückt. Ich habe richtig Hunger. Strawberry Body Butter.
Hä? Die hat nur 3 von 5 Sternen, aber kosten tut sie natürlich 6 Euro. Jetzt möchte ich aber kurz mal herausfinden, warum sie nur 3 von 5 Sternen hat. Was ist denn euer Problem? Disgusted by the smell. Smells like a dusty candle. Finde ich nicht. Hate the new smell. Okay, ich glaube, es sind Bewertungen von Leuten, die die Strawberry-Linie gut fanden und jetzt nicht mehr. Tja, bei Body Shop spalten sich die Meinungen, das kann man schon sagen. 13. Ja, ja, doch. Auf jeden Fall. Nehme ich gerne diesen Putzschwamm. Ihr müsst euch mit sowas den Körper waschen oder mit so einem Massagehandschuh, den man auch bei DM und Rossmann und so kriegt. Das Ding ist nämlich, man muss die Hautschuppen abrubbeln, damit die Haare, die Körperhaare und alles gut da irgendwie durchwachsen kann. Ja, wie heißt du denn? Was bist du? We replaced our plastic bath lilies with Rami, a natural plant-based forever. Siehst du, nature, nature, super gut. Excuse me. Hier sehe ich aber noch den Plastik. Ne? Was kostest du? Ich will mal 5 Euro. 14. Übrigens, wenn ihr das Video gerade seht, dann werde ich auf dem Oktoberfest sein. Das erste Mal. Ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Und freue mich einfach total drauf. Conditioner. Das ist die Shampoo. Obwohl, das macht schon Sinn. Conditioner benutzt man ja eigentlich immer viel weniger. Conditioner und Shampoo. Aber nicht von der gleichen Linie. Das ist aber okay, oder? 5 Euro. 15. Chinese Ginseng und Rice Mask. Die stinkt. Die stinkt. So bin ich's doch gewohnt. Finally. Inner Peace. Endlich ein Produkt, was stinkt. Ich dachte schon, ich bin verrückt. 6 Euro. 16. Vitamin C. Machen die so richtig auf Hautpflege? Glow Boosting Moisturizer. Oh, das ist nur eine, das ist eine Probe. 50 Milliliter, das sind 20. Also ungefähr 10 Euro. Ich gehe mir mal das hier abwaschen und machen das drauf. 20 Minuten später. Ist mein Gesicht jetzt purified? Ja, I guess so, ne? Also das Gefühl war ein bisschen unangenehm von dieser Maske. Machen wir jetzt aber mal unser Serum drauf. Unser Glow Boost. Die Konsistenz ist sehr matschig. Oh, mein Gesicht liebt es, wenn ich mir ständig neue Sachen darauf schmiere. Super. Ist aber Vitamin C. Ich weiß nicht, wofür Vitamin C überhaupt gut ist. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, warum man Vitamin C auf sein Gesicht klatscht. Ich glaube, um keine neuen Mitesser zu kriegen. Oh, wie süß. Speak up, reach out and connect with someone who may find this time of year hard. Kleine Challenge an euch. Schreibt einfach jemanden, den ihr lange nicht geschrieben habt. Noch ein Schauergel. Also Schauergele sind jetzt sehr oft da gewesen. Weiß ich nicht, muss das? Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Pink Grapefruit und es riecht einfach, als ob ich an einer Grapefruit rieche. Also auch ohne irgendwas dazu. Einfach, als ob gerade eine Grapefruit vor mir wäre. Das riecht lecker. Klar, das weiß ich. Das kostet 6 Euro. 18. Sheet Mask. Auch wieder mit Vitamin C. Sollte ich? Nein. Reicht mit Produkten in meinem Gesicht. Ja, klar. Und ich kenne mich aus. Ich weiß, dass diese Sheet Mask 6 Euro kostet. Und einfach, oh nee, so sicher bin ich mir auch nicht. 6 Euro. Nice. In 19. Lip Butter. Ich will die nicht benutzen. Aber es riecht nach Kokosnuss. Kann man eigentlich normale Butter auch auf die Lippen schmieren und es ist dann pflegend? 8 Euro. Ich bin auch nicht so ein Fan von immer mit dem Finger so rein. Ich weiß, das ist auch ein schönes Gefühl, aber erstens habe ich zu lange Fingernägel, um da in diesen Böckschen da so rumzufummeln. Ich bin Fan von diesem, vom Stick. So, endlich die 20er. Duschgel. Yay, Duschgel. Wow, super. Duschgel. Und das stinkt auch nicht. Es riecht nach Rose. Es riecht wieder toll. Ja, British Rose. Mag sonst den klassischen Rosenduft nicht, auch nicht in Parfüm und so, aber es riecht eher wie so ein Gummibärchenrose. 21. Cream Body Scrub im Avocado-Duft. Sorry, aber das sieht original aus wie Guacamole, die man sich dann am Körper rumschmiert. Riecht aber nicht wie Guacamole. Riecht einfach wie saubere Seife. 7 Euro. Aber wenn ich an den Sephora-Kalender denke und die Preise, die die Produkte dort haben, ja, es ist auch teuer, aber es ist halt nicht dieses, oh mein Gott, 30 Euro. 22. Noch eine Handcreme. Das hat die erste Handcreme gekostet? 7. Das wäre eine Verschwendung, wenn ich das jetzt aufmachen würde. Ich pack's in die Verlosungsbox. 23. Okay. Ein Tag vor Weihnachten. Also, wenn man den durchbenutzt, diesen Kalender, dann riecht man an Weihnachten wie The Body Shop. Noch eine Sheet Mask. Ich kann nicht glauben, dass die 6 Euro kosten soll. Das ist eine Einmalverwendung. Aber gutes Produkt. Nochmal kurz vor Weihnachten. Sich ein bisschen frisch machen. Und jetzt sind wir angekommen. Das Ding hat 25 Türchen. 24. Es ist Weihnachten, Leute. Wir stürmen zu unserem Adventskalender. Und kriegen unser Weihnachtsgeschenk. Wieder Bodybutter. 6 Euro. Ah!
okay, hier steht jetzt Happy Christmas. Also ich vermute, dass dieser Kalender wieder eher aus der UK kommt, Großbritannien, wo am 25. ja eigentlich erst Weihnachten ist. Bei uns ist es ja irgendwie Heiligabend, dass das eher so der richtige Weihnachtsabend ist. Weil ganz ehrlich, am ersten Weihnachtstag seid ihr da noch krass in Weihnachtsstimmung. Also ja, man ist in Weihnachtsstimmung, aber es ist nicht mehr so aufregend. So, es ist Weihnachten. Ich finde eher am 24. so ab 16, 17 Uhr ist dann so diese Stimmung. Es ist Weihnachten. Und hier ist zu Weihnachten unser Weihnachtstürchen. Wir gehen hin und sagen, was kriegen wir denn Tolles? Ta-da-da-da-da! Edelweiß, Cleansing Konzentrat. Edelweiß. Oh, da kam eine Seifenblase. 16 Euro, okay. Es ist auf jeden Fall das teuerste Produkt. Was ist Edelweiß? Das ist eine Pflanze aus den Alpen. Jetzt wissen wir es. Ihr wusstet es wahrscheinlich schon vorher. Das war der Kalender, ne? Diesen Karton werde ich definitiv für die Verlosungen benutzen. Das ist ja ein wunderschöner Adventskalender. Also eins kann man sagen. Also außer, dass ich 6-mal Duschgel bekommen habe, finde ich den Kalender trotzdem sehr umfangreich. Also, ne, man kriegt Sheetmask, Cremes, Handcremes, Duschlappen. Der Pinsel in einem Türchen war ein bisschen weird. Das hätte man einfach zusammen mit der Maske reinmachen können, meiner Meinung nach. Jetzt gucken wir mal, ob wir unseren Preis wieder kriegen, ne? Ich habe schon wieder eins vergessen. Ich flippe aus. Ein Türchen, ich habe 24 aufgeschrieben. Egal. Sie haben nicht gelogen. Tipptopp. Jetzt ist natürlich die Frage, würde ich diesen Kalender empfehlen? Nicht für mich, denn ich bin einfach kein Bodyshop-Fan, also dass ich da jetzt ausflippen würde. Trotzdem war er sehr schön. Und es sind alles Produkte, die man super im Winter benutzen kann. Also Bodybutter, Handcreme, gut Duschgel braucht man immer und Shampoo, Lippenpflege und so. Das ist eigentlich das perfekte Equipment für einen langen und harten Winter, den wir in Berlin zum Beispiel haben. Und ich finde auch, ich habe mir so mal Gedanken darüber gemacht, braucht man denn solche Produkte? Weil ich ganz oft auch denke so, ach, ist das bescheuert und hier und eine Ginseng-Reismaske. Aber ganz ehrlich, worum geht es denn im Leben? Es geht doch im Leben auch manchmal darum, sich es einfach nett zu machen. Und ich finde gerade, wenn man sich so über Produkte freut, die dann nach Erdbeer riechen und so, das ist doch einfach auch schön. Das ist ja einfach nett. Man macht es ja gerne. Wenn man sich so pflegt und sich die Mühe dafür gibt, seinen eigenen Körper so gut zu behandeln, dass man sich das gönnt und diese Routine vielleicht auch gönnt mit irgendwie Eincremen und am Wochenende eine Gesichtsmaske benutzen und so. Das hat irgendwie was von Selbstliebe und so Selbstwertschätzung. Und deswegen will ich gar nicht jetzt auch die nächsten Kalender irgendwie darüber rumheulen, warum jetzt irgendwas sein muss oder warum irgendwie, ne, die nächste Bodybutter und das und so. Es ist einfach, es sind nette Produkte. Ich habe richtig Bock jetzt zu duschen und Strawberry Duschgel zu benutzen. Ohne Scheiß. Also dieses Video ist wirklich nicht von The Body Shop gesponsert. Ich bin ein bisschen mehr Fan geworden. Und das nächste Mal, wenn ich im Einkaufszentrum bin, werde ich vielleicht auch mal zu The Body Shop reingehen und vielleicht mal ein paar Sachen wieder schnüffeln und denen eine zweite Chance geben. Ich glaube, das haben die verdient. Besonders, weil sie wirklich mit allen Produkten ja auch immer diese Fairtrade-Communities haben und ich glaube auch einfach eine gute Message verbreiten wollen. Ich habe sonst nichts zu erzählen. Danke Holzkern für das Sponsoren. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Oh, es wird Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja.